Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und ich habe richtig wenig FPS, wie ich gerade merke. Aber zum Bauen braucht man eh nicht unbedingt viele, denn das wird ein ruhigeres Projekt, da ich meine Videos jetzt, zumindest die Minigame-Videos und auch teilweise die mein eigener Minecraft-Server-Videos ziemlich aufwendig schneide, kann ich nicht so viele davon bringen. Ganz einfach, weil ich zu viel Zeit jetzt auch nicht mit den Videos verbringen will, weil immer wenn ich zu viel YouTube gemacht habe, habe ich den Spaß verloren und das möchte ich halt nicht riskieren. Deswegen habe ich jetzt ein neues Projekt angefangen. Ich hatte ja schon mal, oder halt eine Staffel 2 von meinem Let's Play Minecraft. Es ging, glaube ich, nur 15 Folgen oder so. Aber, ja, ich habe wieder angefangen. Das sollte jetzt so täglich kommen. Mal schauen. Es werden aber immer nur kürzere Folgen sein, so um, keine Ahnung, 10 Minuten. Die halt nicht so aufwendig gecuttet sind, sondern einfach nur ein bisschen zocken. Es wird auch schon gleich am Anfang Nacht. Ich stelle jetzt einfach mal auf Tag. Eigentlich wird hier nicht gecheatet an dem Let's Play, aber ich meine, direkt am Anfang Nacht. Finde ich jetzt auch nicht sehr reizend. Ja, ich habe schon einige Projekte. Ich habe mir schon einen schönen Platz rausgesucht. In keiner zufälligen Welt, sondern in meiner eigenen Welt, in der ich halt immer schon gespielt habe. Also die ich schon richtig lange habe. War meine erste Minecraft-Welt, die ich erstellt habe. Die gibt es halt immer noch und in der spiele ich immer noch. Aber das ist eigentlich eine Kreativwelt. Ich habe mir hier so eine Insel rausgesucht. Hier ist Savanna, immer noch ziemlich weit. Und hier ist auch nochmal so eine kleinen Küstenwald, ja, wie auf der Insel. Und hier ist halt so gut wie nur Meer. Dann ist hier nochmal eine kleine Insel, wo wir vielleicht am Ende so eine Burg aufbauen können oder sowas. Und hier erstmal vielleicht ein Dörflein oder so, hätte ich mir gedacht. Ja, und ich würde mal sagen, damit fangen wir einfach mal an. Ja. Es wird jetzt natürlich ziemlich dauern wahrscheinlich, aber was soll's. Ich werde halt versuchen, dass das Projekt fünfmal pro Woche kommt. Kann ich natürlich nicht versprechen. Ich werde versuchen, dann noch weiter Bedwars zu bringen. Aber ich habe ja in meinen aktivsten Zeiten, sagen wir mal, jeden Tag ein Video gebracht. Außer ein einziges Mal zwei. Also so richtig aktiv war ich nie, aber ich möchte es halt mal wieder versuchen, weil in meinem Banner steht ja immer noch 5 Videos pro Woche, wie ursprünglich geplant war. Und ich glaube, ihr merkt gar nicht, dass ich so wenig FPS habe, weil es sowieso auf 30 FPS runterrendert. Und ja, deswegen möchte ich das mal wieder versuchen. Ich habe auch gar kein Essen. Verdammt. Ja, müssen wir dann auch auf jeden Fall auch mal besorgen. Wir können die auch mal erkunden und so. Das wird gar kein Problem sein. Ich muss mir dann aber auf jeden Fall die Koordinaten aufschreiben. Das ist ja ziemlich blöd, wenn wir sterben. Moment, ich schreibe mir die gleich mal in den Chat. Ich weiß übrigens nicht, ob ich den Seed überhaupt rausgeben kann, weil die Map wurde erstellt, aber in der Zwischenzeit wurde der Karteneditor verändert. Das heißt, hier bin ich jetzt schon in einem neuen Weltabschnitt. Es gab ja, wie ich angefangen habe, noch ganz wenige Biome erst. Und jetzt bin ich gerade in einem Abschnitt, wo es schon die neuen gibt, aber in der Welt, die früher generiert wurde, gab es das noch nicht. Und das war ja ein anderer Seed dann. Also geht ja auch komplett anders über. Also da ist, am Meer merkt man jetzt nicht den Übergang, weil der Meeresspiegel gleich geblieben ist vom alten Karteneditor und vom neuen. Aber sonst merkt man das schon recht stark. Eisen. Ah, da gehe ich lieber drüben runter. So. Hoffen wir einfach mal, dass es geht. Ich würde ja auch in dem Projekt wahrscheinlich einfach öfter über Themen reden. Ich habe immer noch YouTuber-Talk oder YouTuber, wie man es halt dann nennt. Oh fuck, da brauche ich, glaube ich. Brauche ich eine zweite Werkbank. Ich habe ja ein Format geplant, das YouTalk heißt, aber da muss ich noch einen YouTuber finden. Wenn ihr gerade zuschaut und Bock habt und selber YouTube-Videos macht, meldet euch einfach. Da möchte ich einfach einmal pro Woche oder so, vielleicht auch alle 2 Wochen, keine Ahnung, über YouTube reden, so eine, wie so ein Podcast. Einfach über Themen, die gerade auf YouTube ablaufen. Über mich interessiert YouTube halt sehr. Ja, wobei mittlerweile die YouTuber auch, ich sag mal so, der Durchschnitt wird nicht besser. Also, klar,
viele YouTuber verbessern sich, wie zum Beispiel Gronkh, finde ich, hat sich in den letzten Jahren immer noch verbessert. Dunkel hier. Eigentlich habe ich das Gamma hochgestellt, aber mit dem Shader merkt man davon nichts. Ich glaube, ich mache den Shader mal ganz kurz aus. Habe ich auch mehr FPS. Sollte ich zumindest. Ja, 60, 40. Wie gesagt, mit Aufnahme habe ich sehr wenig FPS, mein Rechner muss noch aufgesetzt werden und dann werden auf jeden Fall einige Let's Plays kommen. Ich werde wahrscheinlich nie so richtig lange Spiele oder so richtig bekannte Spiele Let's Playen. Ganz einfach, weil ich halt mich ständig wandle sozusagen und mein Geschmack auch die ganze Zeit anders wird. Und wenn ich da mal eine Zeit lang auf ein Spiel nicht so Bock habe, was sehr oft vorkommt, also wenn ich richtig Bock habe, spiele ich das richtig intensiv. Aber danach ist es auch wieder gut. Also auch bis auf Minecraft habe ich kein Spiel wirklich länger gespielt. Länger durchgespielt. Also halt länger intensiv gespielt. So, weil zum Beispiel ich hatte Sims 3 schon damals und ist ein cooles Spiel auf jeden Fall. Zwar eher für Mädchen, aber trotzdem. Kann man spielen, aber halt immer nur so, sagen wir. Der ist noch zur Markierung, damit ich weiß, wo es zurückgeht. Ist ein cooles Spiel auf jeden Fall, aber halt, keine Ahnung, nach einer Zeit langweilig. Also ich meine, ich spiele es vielleicht ein, zwei Tage dann intensiv, wenn ich das spiele, und dann wieder gar nicht. Das ist das gleiche wie mit den Spielen, mit denen ich angefangen habe. Ich spiele hin und wieder noch Age of Empires oder die Siedler, von denen habe ich ja auch ein Let's Play am Kanal. Also kein Durch-Let's Play, aber die ersten Kampagnen. Kein 100% Let's Play. Und die Entscheidungsschlacht. Falls euch das interessiert, wahrscheinlich eher nicht. Ich finde das Spiel ist aber auch ein bisschen zu unbekannt, weil die Grafik ist nicht mal so schlecht für ein... Also wenn man mal bedenkt, wie alt das Spiel eigentlich ist, ist die Grafik damals richtig gut gewesen. Ich glaube aber, die hat sich auch damals noch nicht ganz so stark gesteigert. In der Zeit. Also jetzt steigert sich die Grafik ja richtig schnell. Und ich glaube, dass das damals noch nicht so extrem war. Ja. Oder Age of Empires ist heutzutage immer noch recht beliebt. Und hat eine Müllgrafik. Aber es ist halt so vom Konzept her ein richtig geiles Spiel. Könnte ich auch mal Videos zu machen, aber ich glaube, das wird nicht so gut geschaut. Das Spiel. Weil auf YouTube gibt es davon so gut wie... Naja, PietSmiet hat mal, glaube ich, was dazu gemacht. Und das war's. Man muss es halt mit anderen spielen, damit es wirklich lustig ist. Weil der Einzelspieler, der ist zum Alleinzocken lustig, aber da kann man nicht wirklich was zeigen. Es sind halt geschichtliche Hintergründe, das schon. Aber, ja, das war's auch schon wieder. Ein paar geschichtliche Hintergründe. Ja. Piss dich. Mein Bruder ist gerade neben mir. Hast du dich schon wieder umgenannt in Minecraft? Ja, aber nur weil du so wenig Spiel hast. Sind unten welche? Ja, halt die Wappen. Perfekt. Endlich ist er wieder weg. So, kann ich wieder weiter kommentieren. Aber wie gesagt, sowas bleibt auch drin. Es sollte eher uncut bleiben. Sicher, wenn jetzt, keine Ahnung, plötzlich Nacktbilder von mir im Bildschirm auftauchen, dann würde ich natürlich einen Cut setzen, aber... So ist das komplett egal. Lass ich drin. So, schauen wir mal, wir brauchen unbedingt etwas zu essen. Das ist ein Schwein. Das Problem ist, wenn ich jetzt alle Tiere töte, ist es auch blöd, aber ich werde schon... Also eigentlich, ich möchte nicht cheaten, nichts, was mir hilft, aber schon jetzt zum Beispiel... Also halt nichts, wo ich dann die Items mir nicht erfarmen muss, ja. Aber dass ich jetzt schon spezielle Items zum Beispiel, die cool wären, die würde ich mir jetzt nicht cheaten, sondern da würde ich mir einen Dorfbewohner cheaten, zum Beispiel, der dieses Item gegen... sagen wir mal 5 Diamanten handelt. Also so, es wird jetzt nicht gar nicht cheaten, sondern es wird halt nichts cheaten, was mir Vorteile bringt. Ich muss mir trotzdem alles selber erarbeiten, aber halt zum Beispiel dann Items, die es so gar nicht gibt. Ach, verdammt. Aber Hungertod sollte nicht an sein. Ich glaube, es ist sogar noch friedlich eingestellt, kann sein. Weiß ich jetzt nicht auswendig.
Können wir ja umstellen dann, wenn wir Lust haben. Ja. Aua. Ein bisschen blöd ist es auch mit dem Aufnahmeprogramm derzeit. Also da muss ich einiges ändern. Ich habe jetzt mit OBS schon versucht, aber da passt mein Schnittprogramm wieder nicht. Deshalb möchte ich jetzt schon von Camtasia Studio umsteigen auf OBS. Aber OBS hat halt, kannst du nicht schneiden mit. Das heißt, ich brauche noch ein anderes Schnittprogramm. Und da möchte ich mit OBS aufnehmen, weil die Let's Plays sind dann, glaube ich, sehr viel einfacher, wenn ich die nicht immer extra cutten muss. Weil ich muss halt bei Camtasia Studio trotzdem zur Sicherheit nochmal alles anschauen, weil da halt oft was passieren kann, zum Beispiel, dass der Ton weg ist oder sowas. Ja. Und dann könnte ich bei OBS schon einige Sachen halt grund einstellen, zum Beispiel, ich glaube, dass das Logo eingeblendet wird oder sowas kann man da einstellen. Genau habe ich mich jetzt noch nicht damit befasst, aber halt so ein bisschen. Ja. Und sowas würde ich dann einstellen. Ist hier irgendwo ein Unterwassertempel? Ich denke nicht. Oder wenn leuchtet's? Nee. Ist einfach nur, weil es da weiter weg ist. Ah, Äpfel, nice. Ich könnte auch, wenn ihr wollt, die Wachstumsgeschwindigkeit höher stellen. Das wäre zwar ein bisschen cheaten, aber falls ihr sagt, es ist nervig, dass das Laub immer so lange da bleibt oder so. Ist halt unnütze Arbeit, die mir persönlich, reden ist auch schwer. Die mich persönlich zwar nicht so stört, aber wenn ihr sagt, das stört euch, dann kann ich das natürlich umstellen. Ich denke aber nicht, dass sich da jemand aufregen wird. Ja, ich würde sagen, das war's auch mit der ersten Folge. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr vom neuen Projekt haltet. Es ist halt eher ruhiger. Aber wahrscheinlich werde ich mir auch Gäste irgendwann mal einladen, dann wird es nicht mehr so ruhig sein. Und was ich noch geplant hätte, Terraria. Würde euch das Spiel interessieren? Das ist... Ich erkläre es in der nächsten Folge, was es mit dem Spiel auf sich hatte. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao.